Die Polizeikommissare Martina Jonassen und Jörg Hill werden in ein Wohngebiet in Tempelhof gerufen, wo ein Mann mit einem Gartenschlauch attackiert wird. Hallo, die Polizei! Hallo, hören Sie mal auf! Hören Sie mal auf! Nehmen Sie den Test! Aufhören! Aufhören! Hören Sie auf damit! Was ist denn hier passiert? Wer sind Sie? Dieser junge Mann wollte hier einbrechen. Ich hab den gestellt. Gar nichts gemacht. Schön, wie kommen Sie denn darauf? Beruhigen Sie sich mal ein bisschen. Was soll ich beruhigen? Ja, wie kommen Sie darauf? Erzählen Sie, schnell. Was ist passiert? Überall. Sehen Sie das? Sehen Sie diese Zeichen? Sehen Sie diese Zeichen dort? Sehen Sie das? Ja. Das sind Gaunerzinken. Wissen Sie, was das ist? Das wissen Sie als Polizisten. Das ist irgendeine kreide Kindermalerei. Das ist keine Kreide, das sind Gaunerzinken. Welche meinen Sie? Das Weiße auf der Erde? Das Blaue dort. Blaue, okay. Und das Weiße dort. Ah. Das sind irgendwelche... Hast du irgendwas bei? Stift oder und diese so? Und das ist da dein Rucksack? Ja. Ja, aber das macht meine kleine... Hast du Kreide oder sowas bei? Nee, ich hab nur... Das macht meine Stieftochter. Die malt hier immer mit Kreide. Okay, ah, du hast gesprayt. Ja, aber es ist richtig, dass Sie die Polizei rufen und nicht hier selbst gesiezt. Hier passiert doch hier nichts. Haben Sie mal einen Ausweis für mich? Organisierte Banden markieren mit sogenannten Gaunerzinken ihre künftigen Einbruchziele. Und tatsächlich ist es in der Wohnsiedlung in den letzten Wochen mehrfach zu Einbrüchen gekommen. Er sagt, er hat es nicht gemacht, da an dem Rucksack. Nein, wohnen, das war bestimmt meine Stieftochter, die malt hier kann immer. Kann ich mal den Rucksack sehen, bitte? Irolina, für City 303 kommt. Was ist das? Sprayer? Ja, Spraydosen. Aber nicht Kreide. Das war ich nicht. Und was hast du jetzt direkt gemacht am Kasten? Da habe ich nichts gemacht. Das ist die Gegend, wo ich hier bald herziehe. Ich ziehe bald aus bei meinen Eltern. Du hast doch gesagt, du machst Text und so. Ja, genau. Aber die Straße runter, aber nicht hier direkt, nicht mit der Kreide. Ich bin hier lang gelaufen. Okay. Eine Geschichte und einmal eine Körperverletzung. Ich sag, das war bestimmt. Soll ich mal meine Tochter holen? Die malt hier vor der Tür dauernd mit. Ja, machen Sie schnell. Was heißt denn eine Körperverletzung? Entschuldigen bitte, meinen Sie mich? Ja, das geht doch nicht. Das geht doch nicht mit dem Sie haben ihn Kärcher. Mit dem Kärcher besprüht. Da ist ziemlich viel Druck drauf. Ja. Die verletzen ihn auch damit. Wenn hier nichts passiert, müssen wir selber handeln. Ja, wir versuchen hier unsere Arbeit so gut wie möglich zu machen. Aber Sie müssen. Das war meine Stieftochter. Okay. Was warst du? Du warst das? Wie ist denn dein Name? Tilda. Tilda. Und der Nachname bitte? Schön. Martina Jonassen und Jörg Hill schreiben Anzeigen wegen Körperverletzung gegen den Nachbarn und lassen den jungen Sprayer aus Mangel an Beweisen laufen. Doch der Einsatz nimmt eine unerwartete Wendung. Also einmal da lang. Und Sie wissen Bescheid, Sie kriegen auch Post von uns? Entschuldigen Sie mal. Deswegen. Ja, wegen dieser Kärcher-Geschichte. Sie können ja nicht einfach hier die Menschen abkärchern. Gut, wenn Sie so meinen. Vielleicht würden Sie öfter mal Präsenz zeigen können. Okay, wir machen jetzt Folgendes, auch zur Beweissicherung und auch für Sie jetzt. Wir gucken uns noch mal genau an, was Sie meinen, ja? So, was meinen Sie jetzt? Das? Das. Das? Und das hast du gemalt? Das. Ja. Und das? Okay. Was ist da? Das sind alles Zeichen. Ja. Womit hast du das gemalt? Aber woher wissen Sie das? Hast du die noch da? Ah, ah. Okay. Ich bin Lehrer. Wir haben doch alle früher mit Kreide rumgemalt. Auf der Straße. Und wie kommst du auf diese Zeichen? Das haben meine Freunde mir gesagt. Aha. Es hat sich herausgestellt, dass es die Kleine gemalt hat, ja? Ja. Hast du noch woanders gezeichnet? Ja. Komm, wir gucken mal weiter. Aber warum, wie kommst du darauf? Ja, sie sagt, ihre Freunde haben ihr das irgendwie gezeigt. Keine Ahnung. Wie kommt man denn auf sowas? Da ist zwei, ne? Zwei, okay. Und da weißt du, was das bedeutet? Nein. Einfach so. Naja, haben wir die Erklärung, ja. Also es doch, war nicht der junge Herr, es war die kleine Mädel. Hast du die 303 hört? Ich pack mal den Rucksack weg, ja. Wird alles wieder abgewaschen, dass da nichts dabei ist. Wir haben einen anonymen Notruf bekommen wegen einer verletzten Person. Den haben wir zurückverfolgt, nachdem sich am Telefon keiner gemeldet hat. Und dann kam raus, dass es direkt bei euch der Mann ist, in der Wienermannstraße Nummer 81. Könnt ihr das mal bitte überprüfen? Welche Nummer? Ja, mit, wir überprüfen das. Nummer 81, hier ist die 83. Das muss gleich nebenan sein. Ja, also, wir haben jetzt einen weiteren Einsatz. In der Nummer 81? Genau, bei Ihnen wird sich gemeldet. Sie erhalten Post. Sie bleiben am besten hier. Verletzte Person. Aber es ist meine Meinung. Aber zu Ihrer eigenen Sicherheit. Wir wissen ja nicht, was da los ist. Ob da vielleicht jetzt gerade noch jemand drin ist. Aber wenn sie verletzt ist oder irgendwas. Ja, nein, dann kümmern wir uns jetzt drum. Sie bleiben bitte hier. Wir können ja bis zur Tür mitkommen. Die Polizeikommissare folgen dem anonymen Hilferuf. Die Haustür ist nicht verschlossen, sodass sich die Beamten ungehindert Zutritt verschaffen können. Hallo? Hallo, oh Scheiße, da liegt jemand. Hallo? Oh nein, Sabrina, was ist denn? Ist das Ihre Freundin? Ja, Sabrina. Hallo, Sabrina. Sabrina? Alles gut?
Sabrina, ich bin's. Annika, siehst du mich? Alles gut? Alles gut? Sie ist ansprechbar. War hier jemand drin? Was ist denn los? Können Sie uns mal wer sagen? War das? Die Polizei ist hier. Verletzt. Was ist denn nur passiert? Ich, ganz ruhig. Ich rufe meine Athleten. Ja, ich mal schnell. Da war so ein Junge. Oh, du blutest am Kopf. Angelina, für Sie die 303 kommen? Was ist denn nur passiert? Sie sich ja, wir sind jetzt in dem Haus Nummer 81 und hier liegt eine verletzte Person, hat offensichtlich eins auf den Kopf bekommen und wir bräuchten mal dringend einen ATW. Da war auf einmal so ein Junge. Und der hat sich niedergeschlagen oder was? Ja? Ja, scheinbar. Der war blond und. Kann das sein, dass Sie noch hier sind irgendwo? Ich weiß gar nicht, wie lange das ist. Können Sie uns in die Fallen drücken und kurz bei ihr bleiben? Ja, weil wir gucken mal, ob hier vielleicht noch ein Einbrecher oder ein Täter vor Ort ist. Die Polizisten durchsuchen das Einfamilienhaus systematisch nach dem gewaltbereiten Eindringling. Er wurde scheinbar von der Bewohnerin überrascht und hat den Tatort möglicherweise noch nicht verlassen. Hallo, hey. Da passt ja. Ihr seht ja schön schnell, da kommt mal mit rein. Wir waren, um die Ecke über. Ja, wir haben eine Schwerverletzte hier. Eine Schwerverletzte, wo jetzt hat? Hat einen Schlag auf den Kopf bekommen. Ja. Mhm. War es ein Wohnungseinbruch? Die ist langsam wieder aufgewacht, kann ich jetzt nicht so sagen. Ja? Okay, wir gucken uns sonst mal an. Okay. Sagen wir euch gleich. Also oben ist alles sauber. Guten Tag, der Rettungsdienst. Jetzt sind Sie da gerannt, dass Sie sich kümmern. Rainer, gehst du mal hoch? Ja. Hallo, wie heißen Sie denn? Sieht gar nicht gut aus. Hey. Sabrina. Okay, was ist denn da los? Die hören da auch nicht dazu. Nee. Die Stimme kenne ich doch. Das ist doch mein Sohn. Kennen Sie die? Echt? Was macht der denn jetzt? Was macht ihr denn hier? Hallo? Chris, was machst du denn hier? Was macht ihr denn hier? Chris, ich gar nichts an. Hey, wir versuchen eine Straftat aufzuklären. Chris, was machst du hier? Könnt ihr mal erklären, was ihr hier macht? Freundin besuchen. Gib uns mal euren Ausweis. Ja. Hey, komm. Wir wollen euren Ausweis. Ich gebe auch noch auf. Hey. Chris? Jörg. Stehen bleiben! Hey! Du musst da nicht abhauen! Komm runter hier! Komm runter! Nein! Komm runter hier! Los! Komm runter! Kannst du mir mal sagen, warum du abhaust? Was soll denn das? Wer flüchtet, hat immer was zu verbergen. Was machst du denn mit hier? Nice gemacht. Okay, wir nehmen mal raus. Was machst du denn hier? Erklär mir mal bitte, was du bei Sabrina hier drin machst. Was machst du hier, möchtest du wissen? Meine Freundin liegt da oben mit einer Butti. Seid ihr brav oder sollen wir euch Handfesseln anlegen? Wollt ihr mal? Ich will wissen, was jetzt los ist. Okay. Dann umdrehen. Chris, das ist kein Spaß. Sag mir jetzt, was los ist. Was machst du hier? Naja, meiner hat hier einen Rucksack. Ich hab da noch hinten. Sie war gerade da, den wollten Sie besuchen, sie war aber nicht da. Pass auf, dann hol ich den. Die liegt da oben mit einer Kopfverletzung. Sie waren noch nicht da. Was ist denn Spiel? Hör mal auf ganz kurz hier. Chris, was machst du? Sag gar nichts. Sag nichts. Was habt ihr denn hier in den Rucksack drin? Was hat er nichts getan? Tilda, das ist jetzt eine Sache, da musst du dich nicht einmischen. Hier, ein Tablet. Chris, Silber, erzähl mir mal bitte, was ist das soll im Spiel? Chris, erklär mir das bitte. Ja, ich bin Detektiv. Wir haben ein Spiel gespielt. Was für ein Spiel? Was für ein Spiel, dass eine Frau da oben sind das hier spielt? Ikonen? Wert von 30.000 Euro? Das hat so mit der Frau gar nichts zu tun. Wir haben einen Detektiv gespielt. Chris, mal bitte. Ich möchte jetzt gar nicht. Das ist aber nicht mehr lustig. Sag mir jetzt einfach, was los ist. Das sieht aber nach Diebesgut aus. Ich möchte wissen, was los ist. Jetzt das ist sowieso zu spät für euch. Wir haben euch schon erwischt, frischer Tag. Die Frau liegt da verletzt in ihrem Wohnzimmer. Die hat eins auf den Kopf bekommen und die Feuerwehr ist da. Was hat denn, ja. Wer war das? Was hast du denn mit der ganzen Sache zu tun? Mal sehen. Ja, was hast du denn aber mit der ganzen Sache? Hast du auch mit der Sache zu tun oder was? Aber das sind doch hier professionelle Gaunerzinken. Was für Gaunerzinken? Was ist denn hier los? Ich verstehe überhaupt nicht. Bitte, Oskar, ich möchte jetzt gar nicht mit dir reden. Können wir das in Ruhe klären, bitte? Das ist hier von der Uni. Einbrecherbanden, die machen immer Zeichen an die Haustüren. Ja, die Gaunerzinken, worum es hier sind Zeichen von Einbrecherbanden, die gezielt an Häusern angebracht werden, wo dann Bandenmitglieder sehen können. Es ist wie so eine Art Zeichensprache. Hier lohnt es sich einzusteigen. Hier sind aggressive Anwohner. Hier kann man sogar übernächtigen. Also alles das ist in Zeichensprachform, wird an Türen geschrieben, sodass die Anwohner nicht wissen, worum es geht. Chris, was hast du denn mit Tilda zu tun? Das ist aber kein Spiel mehr. Das ist ja jetzt nicht. Was denn für ein Spiel? Das war lächerlich. Frau da ist daran lächerlich. Das ist auch eine Kriminalität. Ich blicke hier überhaupt nicht mehr durch. Chris, sag mir mal bitte, was jetzt hier richtig passiert ist. Habt ihr der auf den Kopf gehauen? Habt ihr da eingebrochen? Oder wie? Wer hat der Frau auf den Kopf gehauen? Ja, ich. Chris, sag mir jetzt bitte, was. Ja, wir haben da eingebrochen. Ich hätte gern mal die Ausweise, bitte. Ich glaube. Genau, Ausweise. Ich glaube, das stimmt einfach. Die Einbrüche. Nein, ihr seid mal raus. Du bist doch okay. Sorge. Nicht so, Chris. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Das tut mir auch total leid. Aber wie aber? Du kannst doch nicht Sabrina einfach auf den Kopf hauen und dann. Du hast Sabrina, doch alles. Du hast Geld, du hast Taschengeld, du hast Essen, du hast Klamotten, du hast doch alles.
Der Freund des Sohnes ist bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Er hat den 16-Jährigen schließlich dazu gebracht, auch seine ahnungslose kleine Schwester in den Einbruch zu verwickeln. Du kommst jetzt erstmal mit, er auch, aber ihr trennt euch warm. Wir setzen dich mal hin, noch einen Warenkorb mit. Sie können ja mitkommen. Ja, wirklich. Ich kümmere mich auch nicht. Ja, er ist noch nie angefallen. Wir müssen ihn vernehmen und erkennungsdienstlich behandeln. Er ist ja nun mal ein Einbrecher. Kann ich da mitkommen oder na, bei kann uns ich da nicht hinterherkommen? Ja, Sie können hinterherkommen. Und wo fahren Sie hin? Ach Mensch, Chris, was machst du denn nur? Wir kriegen das schon wieder warte hin, mal. Okay? Ich kann mal einsetzen. Dann kriegen wir das hin, okay? Wir jetzt können Sie ja, jetzt sind Sie ja alleine hier. Können Sie Ihrer Mutter vielleicht schon was sagen zu der ganzen Sache? Ja? Ich kümmere mich genauso um dich wie okay, um Tilda. Super. Tilda ist zwar ein bisschen kleiner, aber du bist doch immer mein Sohn. Ich bin doch für dich da, rede doch mit mir. Keiner sagt, dass du irgendwie nur noch das dritte Rad am Wagen bist. Keiner. Sie ist ein bisschen kleiner, sie braucht ein bisschen Aufmerksamkeit. Ich weiß, aber ich bin doch da für dich. Ja, aber ich hatte einfach das Gefühl, dass du einfach die ganze Zeit so beschäftigt bist mit Tilda und... Chris, wir kriegen das hin, okay? Ich komme gleich nach. Wir kriegen das wieder hin, aber okay? Er ist nicht so ein Junge. Mir kommt das so vor, als wenn dein Kumpel ein bisschen professioneller ist. Woher kennst du denn den? Oder? Den kenne ich ja, auch nicht, ist, keine Ahnung. Wer von mir, ist. Von der, vom Betrieb ist der. Ja? Wir machen zusammen Kfz-Ausbildung. Ja? Also Ausbildung von Kfz-Mechaniker. Und das ist ein Arbeitskollege und ja, wir verstehen uns ganz gut und so. Ganz und wer hatte die Idee? Habt ihr so gequatscht? Nein, mein Sohn nicht. Also er hatte die Idee. Also er hat ja erzählt, dass er halt wieder so krumme Dinger dreht. Dass er damit echt Kohle macht und da wollte ich halt auch mal mit. Ich fand das halt gar nicht ganz cool und da wollte ich auch mal dabei sein. Okay, ist das wirklich nicht. Naja, vielleicht ist es dir mal eine Warnung, wa? Die überfallene Nachbarin hat eine Gehirnerschütterung erlitten und wird zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Sie wird glücklicherweise keine bleibenden Schäden davontragen. Sie, am besten, Sie setzen sich mal irgendwann zusammen und sprechen sich aus, damit das mal hier ein Ende nimmt. Ja, Sie, Sie scheinen sich ja irgendwie nicht zu verstehen. Es ist Ihr Sohn, hat ihr gestohlen. Ja. Ihr Sohn. Ja? Ja. Wir gehen jetzt. Kümmern sich mal um Ihre Kinder. Mach ich. Ja? Und du machst vielleicht deine Zeichen da weg von den Häusern, ne? Das, weil das war keine gute Idee. Ja? Aber Sie und dann. Auch gar nicht, worum es geht, glauben Sie mir. Sie ja, denken, ja, ja. Das Spiel und spielt natürlich mit. Ja. Von daher, Mathilda. Ne? Das war jetzt nicht böse von deinem Bruder gemeint. Nein. Den nehmen wir jetzt mit und der kommt nachher auch wieder. Ne? Versprochen? Ja, versprochen, natürlich. Auf jeden Fall. Alles wird gut. Okay, wir kommen gleich nach. Gut. Die Teenager werden wegen Einbruchs und räuberischen Diebstahls angezeigt. Die Beamten schreiben zudem eine Jugendschutzmeldung.